Moin zusammen, ich bin's, Chris von der Effekttheke und ich habe heute für euch das Zoom B2-4. Es ist ein Bass-Multi-Effektgerät, Preamp und diverse Effekte. Jetzt schauen wir mal in die Kiste, was da alles so mitkommt und danach hören wir uns ein paar Klangbeispiele an. So. Also dann haben wir natürlich einmal die Gebrauchsanweisungen, diversen Papierkram. Passendes Netzteil ist natürlich auch mit dabei. Und dann schauen wir uns natürlich das Wichtigste hier an. Na, nämlich das Gerät selber. Sieht auf den ersten Blick schon sehr wertig aus. Metallplatte hinten, Kunststoffgehäuse. Wirkt aber wirklich jetzt nicht minderwertig. Hat eine schöne Haptik. Schalter alle aus Metall, bis auf hier die Knöpfe und die Potis. Wir haben einen XLR-Ausgang, zwei Klinkenausgänge, Klinkeneingang und eine Buchse für das Expression-Pedal. Widerstandschalter natürlich halt für passiv-aktiv. Und dann würde ich sagen, hören wir in die Kiste doch mal rein. Soweit alles verkabelt und aufgebaut. Der Signalweg sieht folgendermaßen aus. Aus diesem wunderschönen Fender Player Jazz Bass gehen wir direkt in das Zoom und aus dem Gerät in unser Interface per XLR. Nichts dazwischen, ihr hört wirklich nur den Bass und das Zoom B2-4. Und jetzt gehen wir hier einfach die einzelnen Presets mal so ein bisschen durch. Wir haben bei jedem Preset die Möglichkeit, zwischen der Endstufensimulation zu entscheiden. Drei Röhrensimulationen, drei Solid State, also Transistor-Simulationen, für mehr Klangvielfalt. Hören wir uns das Ganze mal an. Jetzt konnten wir in ein paar der Presets schon mal reinhören. Und was wir bisher noch nicht gehört haben, sind die verschiedenen DI-Modelle auf einem einzigen Preset, was da an Unterschied zu hören ist. Hören wir mal rein. Machen wir die Kiste einmal aus. So, die Unterschiede fallen jetzt nicht allzu gravierend aus, aber man merkt definitiv, dass der eine ein bisschen knackiger, der andere was weicher ist. Heißt, mal haben wir wirklich sehr, sehr viele Sounds, die wir rausholen können. Da findet jeder mal was für sich. Und das war's auch schon. Zoom B2-4. Ein sehr vielseitiges Teil. Aufgrund der verschiedenen DI-Modelle und auch der vielen, vielen Presets haben wir da sehr vielseitige Möglichkeiten, an Sounds rauszuholen. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal. Ihr kriegt das Teil bei mir an der Theke oder bei uns im Netz. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.